Hey, 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 Kinder, zurück in Atzenhausen, bei den Atzen, nein, bei den YouTubern natürlich, das weiß doch jeder, also zumindest jeder Abonnent oder jeder treue Zuschauer, wir sind wieder hier bei unserem liebsten, allerliebsten Pokémon, Let's Play Pokémon Gold und wir können noch immer nicht in die Arena von Atzenhausen City, aber wir können, glaube ich, jetzt in den Brunnen, in diesen Fleckmon, ja, tatsächlich in diesen Fleckmon-Brunnen, der wurde vom Team Rocket gekapert, übernommen oder was auch immer, weil die schneiden den armen Fleckmons. Fleckmen, schneiden die Routen ab. Kurt, das ist der Schmied, der Kochel Kurt. Hallo, die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Ja, das wird schon so ein Schmied von Kochel sein. Ja, der war gestern im Oktoberfestumzug. Gestern hat das Oktoberfest, na vorgestern ist das Oktoberfest angefangen. Ja, Pokémon sie bestrafen, bla 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 bla. Zeige ihnen, wie mutig du bist. Gestern, vorgestern ist Oktoberfest angefangen bei uns zu Hause in München. Und da war ich natürlich gestern am Sonntag auch. Und da waren ganz viele Leute in Tracht, weil der Umzug war. Unter anderem habe ich im Fernsehen gesehen, dass der Schmied von Kochel mitläuft. Das kann aber nicht wahr sein, denkt ihr. Der ist doch schon längst tot. Ja, aber das war halt der Typ aus Kochel, der aussah wie, wie man sich den Schmied von Kochel so vorstellt. Und wer bist denn du, du Rocket Rüppel? Das ist bestimmt kein Schmied von Kochel. Das ist bestimmt ein Preis. Weil alle Preisen sind Rüpel. Du Rüpel. So, der mal erstmal. Ach komm. Doch, giften. Der mal die erstmal Gift pudern. Was nicht funktioniert hat. Das ist schon mal gut. Nochmal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Floribori setzt Giftpuder ein. So, ist vergiftet. Toll, gell? Und jetzt der mal Konfusion einsetzen. Komm. Ach, das nervt. Das nervt mich so dermaßen. Meine Pokémon sind so schlecht. Und wenn jetzt nicht einmal Konfusion. Na, Konfusion trifft. Was, das ist ein Smegmo. Smegma. Das, und jetzt hätte ich Tackle brauchen können. Komm. Das war jetzt genau was für Tackle gewesen. Und schon wieder ist mein Pokémon auf Halbmast. Naja, auf jeden Fall, gestern war ich auf dem Oktoberfest auf der Wiesn. War wunderschön, war gar nicht viel los. Also Sonntag, erster Wiesn-Sonntag. Hab gehört, dass da auch generell gar nicht so viel los sein soll. Also, für alle, für alle begeisterten Wiesengänger, ist das ein Tipp von mir. Es gibt sogar Wiesentipps hier auf diesem Kanal. Das ist doch... Braucht man gar keine anderen Kanäle mehr anschauen, wenn man hier auch noch Wiesentipps bekommt. So. Du und der blöde Rückzug hier, das nervt langsam, Radfratz. Du Lion T, du. Der arme Lion T, der tut mir schon ein bisschen leid. Jetzt ist ja die Dagi B offiziell mit dem Cutter von Banger Musik zusammen, nicht nur inoffiziell durch den Unge, durch das Veganschnitzel Unge. Nein, auch offiziell. Und jetzt postet sie schon, dass sie im siebten Himmel ist, nachdem sie sich kurz davor getrennt hat. Entweder ist sie wirklich eine Kunst davor getrennt oder sie ist eiskalt. Weil wenn man 4 Jahre mit jemandem zusammen ist und kurz danach gleich wieder hat und sagt, man ist im siebten Himmel und ist nicht bloß irgendwie so eine doofe Affäre oder sowas, dann ist man mit dem entweder schon zusammen gewesen oder man ist eiskalt oder man will diesem Liont eins reinwürgen, was auch nachvollziehbar wäre, weil es ist halt einfach ein kleiner Giftzwerg, der Liont. Und es ist sogar eine Frau, Shahi. Sogar Frauen sind bei Team Rocket erlaubt. Also wenn ich Team Rocket Chef wäre, ich würde keine Frauen erlauben. Einfach so aus Prinzip. Und das ist ein Gift-Pokémon, das freut mich, weil jetzt hat mein Floribori sogar die Chance, es zu besiegen. Also in der letzten Folge, vielleicht kurz mal zusammenfassen, sind wir durch so eine Höhle gegangen und dann waren wir in Atzenhausen City. Dann hat sich plötzlich aus unserem Ei ein noch größeres Ei entwickelt, das da heißt jetzt Feli. Rocket Rüppel setzt Rettan ein. Möchtest du deinem Pokémon wechseln? Ja. Weißt was? Der mal jetzt dich einsetzen, Feli. Zum ersten Mal unser liebstes, allerliebstes. Da. Mei, ist das süß. Das möchte man am liebsten nur noch knuddeln. Also ich fasse jetzt gerade mein Bildschirm und knuddel einfach. Knuddeli, knuddeli. Ich habe übrigens einen Knuddelhund gesehen. Der war so süß, der Hund. Der war echt süß. War ein Knuddelhund. Naja, auf jeden Fall gestern war ich auf dem Oktoberfest und alles war klipp und klärchen. Echt geil, echt geil. Es ist interessant, wie schön die Frauen auf dem Oktoberfest sind. Nein, jetzt bin ich einer vergiftet.
Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt hat mich der liebe Gott gehört, der immer von mir verlangt, ich soll pietätvoll sein. Und stets keusch. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht, denn dafür sind die Märchen einfach viel zu schön. Das habe ich gerade für mich beschlossen. Nein, Silberblick. Jetzt ist der Floribori tatsächlich vergiftet. Und ich habe kein... Doch, wir haben Gegengiftbeere dabei. Die kannst du doch einsetzen, oder? Habe ich doch gerade gesammelt. Eine Gürkelgift. Fili erhält 72. Fili erreicht Level 6. Genau das, was ich wollte. Rocket Rüpel. Aber das ist doch eine Frau. Die müsste Rüpelin heißen. Vorletztes Balk, sagst du zu mir. Gut. Beutel. Gürkelgift. Okay. Tja. Brauchen wir gar nicht zurückrennen zum Pokémon Center. Findet Supertrank. Noch besser. In Item-Tasche. Hoi. Ich glaube, der da oben, das ist der böseste Wicht. Der böseste Wicht. Ja, genau. Wir sollen aufhören, den Fleckmons ihre Huten abzutrennen. Richtig, finde ich auch. Naja. Was würde ich sagen? Ja, Oktoberfest, super geil. Also alle hin, unbedingt sofort und zusaufen. Das wäre doch toll. Weil da macht man einen tollen Eindruck gegenüber den neuen Flüchtlingen, die ja das nicht aushalten, hat der Herr Hermann gesagt im Interview. Da war ich dabei, da war eine Nürnberger Burg im Hintergrund. Und da hat er dann vor dieser Nürnberger Burg im ZDF gesagt, dass die Flüchtlinge es nicht gewohnt seien, dass betrunkene Menschen sie anlallen. Ja gut, gewohnt sind sie es nicht und ja, glaube ich, weiterhin meint, dass sie das einfach nicht mögen, wenn sie angelallt werden von so besoffenen Hund. Denke ich aber auch, da braucht man nicht unbedingt Flüchtling sein, um nicht zu mögen, dass man angelallt wird. Das mag ich auch nicht. Ich weiß schon, was der Hermann meint. Der Hermann meint, München von Flüchtlingen ist gleich dicht München von Oktoberfest. Das passt halt einfach nicht in die Stadt, ins Stadtbild. Ich verstehe dich schon, Hermann. Du alter Frankenbazi. Ja, es ist ein bisschen ironisch gerade, aber ich hoffe, die Anhänger der CSU werden es mir verzeihen. Ihr seid doch alle ganz nett, ihr CSUler. Vor allem die jungen Unioner, Schlafpuder, das ist eine sehr wichtige Attacke. Und jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich das Falsche verlerne. Nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke, vergessen werden. Ja, jetzt blicke ich ganz langsam. Welche Attacke soll vergessen werden? So, Härtner. Gut. Floribori Härtner vergessen und Floribori einen Schlafpuder. Ist doch auch super, oder? Setzt Zubat ein. Gut. Nein. Das Zubat, der mal sowas in die ewigen Jagdgründe schicken. So, wo ist denn meine Konfusion? Und schon bist du dann wieder verwirrt und dann besiege ich dich und dann werden wir Team Rock besiegen. Dann kommen die Fleckmann endlich frei und alle sind happy und ich kann endlich in die Arena. Das wäre doch was, oder? Ich werde nämlich noch bald diesen Arena-Poster besiegen. Zubat, ja, Floribori, toll. Schön. Rocket Rübel ist besiegt. Rocket Rübel. Wir brauchen das Geld aber mit Fleckmann Roten. Manchmal ist das hart, ein Rocket Rüppel zu sein, ja, glaube ich dir. Fleckmann. Slowpoke. Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Gefällt mir nicht. Huh, es trägt einen Brief. Brief lesen, ja. Lies den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Fleckmann. Danke, Papa. Okay. Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Aber hat keinen Brief. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Gut. Endlich besiegt man den obersten Pokémon Rocket Rüpel. Hat vielleicht sogar einen Namen. Nein, aber er hat nur ein Pokémon. Smogon in den Kampf. Und wer hat eine effektive Attacke? Aber weißt du was? Bevor ich den einfach mir nicht ziemlich besiege, tue ich den erstmal einschläfern. Funktioniert aber nicht. Hoffentlich werde ich nicht besiegt. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Dann gehen wir einfach Konfusion, weil das, glaube ich, trifft immer. Hoffe ich doch. Eine sehr, sehr wichtige Attacke. Ist doch super, oder? Fast besiegt. Smoke. Ein Smogon. Wie sie sagen, alles Smogon. Das ist dann nur ein G. Smogon. 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 Vielleicht ist eine versteckte Botschaft. Eine versteckte Anti-Nichtraucher-Botschaft. Eine versteckte
Hanfbotschaft und Mariana Rauchbotschaft, wer weiß das schon? Smoke on. Was hat sich dabei wohl der deutsche Übersetzer von Smog on über gedacht? Aber ich glaube, Smog on hieß es damals auch im Englischen. Ja, gut, jetzt haben wir viel Geld bekommen. Yeah! Also, wenn ich besiegt werde, dann schreibe ich auch immer yeah, liebe Freunde der YouTube-Gruppen. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Yeah, Team Rocket wurde von 3 Jahren zerschlagen. Yeah, macht voll Spaß. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund vorgesetzt. Yeah. Nun kannst du zusehen, wie wir Unruhe sorgen, bla bla bla. Und jetzt kommt der Kurti. Der Schmied von Kochel Kurt. Der Kurti, der kochelste Kurt. Team Rocket ist abgehauen. Mein Rücken geht es schon besser. Ist der. Ah, okay, vielleicht hat der Rückenprobleme gehabt. So. Ah, jetzt sind wir beim Kurti im Haus. Kurti. Ah. Du, ja, höher. Höher, meine. Mit einem Kapferl. Hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deine Art. Ich wäre eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anzufertigen. Gefällt mir. Ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Er hält Köderball. Ich glaube, damit kann ich die Pokémon aus dem Wasser fangen, oder? Gut. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflück sie vom Baum und bring sie her zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du ein Aprikoko für mich? Schön, ich werde den Ball daraus machen. Ein Aprikoko-Wissam. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Ein Aprikoko-Wissam. Bin mal gespannt, was das sei. Da schau her. Lauter Fleckmons. Fleckmann überall. Lauter Flecken. Da. Gehen. Gehen, sagt er. Der Fleckmons. Gut, gehen. Fleckmon, gehen. Gut, in Atzenhausen City schon wieder gehen. Also wir können jetzt erstmal unsere Pokémons heilen und dann gehen wir in die Arena. Nein, das wäre doch was, oder? Willkommen im Pokémon Center. Es gibt ja Leute, die dann jetzt komplett falsch aussprechen. Pokémon und Fleckman und die sagen zum Smegma, sagen die Smetbo oder so. Sag ihnen, das stimmt so nicht. Das heißt schon Smegma. Es gibt unterschiedliche Betonungsarten und Weisen. Zum Beispiel, gibt es tausende. Hey, das ist die Arena. Gut, jetzt werden wir erstmal kurz speichern. Oder dich, Jo, Herausforderer. Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Oh, mein Tipps, wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen, Käfer-Pokémon kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Gut. Also ich habe ein Feuer-Pokémon und ich habe ein Käfer-Pokémon oder ein Stern-Pokémon und ich tue dem Feli vor. Halt, Item. Hä? Item? Item? Nimm. Dreck kein Item. Ah, okay. Gut, Feli, du kriegst erstmal vom Position. Hä? Tausch. Feli, weil dich der ein bisschen aufleveln. Weil ich weiß ganz genau, dass die voll schlecht sind. Dann erstmal nur speichern. Einen Kampf können wir schon noch machen. Und dann würde ich fast sagen, dass wir schon wieder eine neue Folge machen. Also ich habe jetzt eine längere Aufnahme-Session, das wisst ihr alle. Wir nehmen ja immer stundenlang bis mitten in die Nacht oder mitten in die Nacht bis in den frühen Morgen auf. Ute, nicht Ute, sondern Ute. Ja, und da nehme ich dann gleich mal mehrere Folgen auf. Und wie gesagt, gestern am Sonntag ist dann plötzlich alles zwielichtige Eva und zwielichtige Ute. Eva und Ute. Möchten kämpfen. Gestern ist die letzte Folge On Air gegangen. Nämlich mit dem Penisfisch. Oh, Leduba. Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Kann ich den hier fangen oder kann ich den nur in Silber fangen? Naja, Feli, du kannst nichts ausrichten gegen Leduba. Dann nehmen wir Aron rein. Weil Aron ist stark. Los, Aron. Hoffentlich ist er nicht schon wieder faul. Na, das funktioniert nicht bei mir. Ungehorsam. Ach, das nervt. Aaron, du nervst so dermaßen. Immerhin bringt er seinen Kreideschrei ans Ziel. Superschall. Und das hat keine Wirkung, weil das Gaudi-Würmli hat auch keine Ohren. Das sieht man doch. Leduba. Dübel, du. Das sieht man. Ach, ging daneben, du blödes Punkt. Also, ehrlich gesagt, ich habe in der letzten Folge, in dieser Folge, habe ich so einen Hass auf diesen Aaron geschoben und jetzt ist er nur verwirrt. Weißt du was? Dich wechsle ich gleich aus. Ungehorsam. Alter Schwede, ich mag nicht mehr. Du kannst mich am Arsch lecken. Jetzt muss ich erst mal den Orden gewinnen, dass ich mit dir mal wieder weiterkämpfe.
Ein Horst vor dem Herrn. Echt? Der Bazi. So, weil wir brauchen ja nicht mit Zwang irgendwas hochpushen. Vor allem mit dem Let's Play. Das ist ja ewig langweilig. Gut. Was? Es hat auch noch überlebt. Der Bazi. Naja, also mit diesem Kampf werde ich auch die Folge beenden. Wir haben ja einiges schon gesehen in dieser Folge. Wir haben... Oh, dieser Aron. Wir haben... zum einen haben wir diesen Fleckmann-Brunnen da. Weberak. Hui. Ich glaube, das kann man auch nicht in dieser Folge fangen, oder? In dieser Edition fangen. Das ist ein Weber. Ein Weberknecht ist das. Weberknecht. Gott, Blut. Man verbrennt den Weberknecht. Der hat übrigens ein Smiley auf dem Rücken. Schaut ihr das jetzt? Das war cool, die Animation, wenn der Smiley plötzlich traurig schauen wird, wenn er verbrennt wird. Stattdessen fliegt er in den Boden. Fliegen eigentlich diese besiegten Pokémon wirklich durch eine Falltüre in die Hölle? Das wäre doch was, oder? Also das wäre eigentlich eine geile Idee. Also so vor der Ideologie, vor der Idee. Dass alle besiegten Pokémon per Falltür in die Hölle fallen. Um Himmels Willen, sagen Eva und UT. Eva und Ute. Gut, also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann besiegt man dich, du Löwenkind. Du grünhaariger Löwenbazi da drin hat. Bis dahin wünsche ich euch einfach nur das Allerbeste. Schaut beim nächsten Mal wieder zu. Das wird mich freuen. Und bewertet und kommentiert und fragt mich nicht. Seid einfach dabei. Habt Spaß an unserem Video, weil mehr erwarte ich gar nicht. Also dann, pfiat euch, servus, bis zum nächsten Mal. Servus, bis ciao.